So, Hallöchen, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Wir haben nämlich jetzt ein Problem. Irgendein Lefto. Wir haben nämlich ein Problem. Wir. Nein, Energie bei 1. Nein! Wir haben ein Problem. Ich spüre jetzt nach vorne. Ach Gott. Ich hoffe. Ich hoffe, das geht gut. Das geht gut. Was passiert, wenn Energie auf 0 ist? Dann bin ich tot, ne? Oder? Bin ich dann tot oder keine Ahnung? Scheiße, was passiert jetzt? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nein, dann müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Leck mich am Arsch. So, nochmal hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind ja auf dem Weg, wir müssen ja. Wie dem Kumane, ne? Der kann ja, der eine kann ja. Was war das? Ungarisch, Tschechisch? Nee, was war das? Ah, keine Ahnung. Jetzt hab ich mein Trinken auch vergessen. Ich muss ins Bettchen. Hallo. Es ist da auf, ich werd verrückt. Wieso ist jetzt hier wieder zugesperrt? Ich drehe hier gleich durch. Ich muss hier nämlich rein. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Oh, hallo. Scheiße. Heilige. Hey, leck mich am. Nix. Schaut nicht gut aus. Können wir hier rein? Hier können wir rein. Ich muss dringend schlafen. Freunde, ich muss dringend schlafen. Wir schlafen mal 12 Stunden. Können wir 12 Stunden schlafen? Wir können 12 Stunden schlafen. Boah, war das knapp. Alter, verweilt jetzt, dürfen wir dann auch noch gleich was essen. So, und dann sprechen wir nämlich mit dem Kollegen. Worum geht's nochmal? Wir müssen nochmal die Quest dann durchlesen jetzt gleich. Puh, war das knapp, ey. Ich weiß gar nicht, was passiert, ob ich dann sterbe, ob ich denke, dann ist irgendwie, dann starte ich bestimmt wieder irgendwo beinahe. Ich glaube, ich sterbe, oder? Oder wenn ich richtig erschöpft bin, dann bin ich irgendwann, dann schlafe ich von alleine ein, oder? Theoretisch. Oder dann klappe ich theoretisch zusammen und schlafe ein und irgendwann wache ich dann theoretisch wieder auf. Oder sollte ich theoretisch wieder aufwachen? Mit meinem Glück sterbe ich irgendwo, keine Ahnung, frisst mich ein Tausendfüßler oder sowas. Man weiß es nicht. So, Spaß auf der Gas. Jetzt können wir nämlich mit den Jungs hier nochmal einen drauf machen. Wo ist die Quest? Beziehungsweise apropos Quest, wir lesen uns jetzt doch nochmal die Questlog durch. Ich stand wieder am Anfang, musste mich erneut umhören. Dabei habe ich erfahren, dass es vielleicht. Was ist das? Das ist das falsche Ding nur. Sprachbarriere. Ein paar Müllersburschen aus Budin haben einen Kumanenplünderer gefasst. Sieht ganz so aus, als wüssten sie nicht, was sie mit dem Gefangenen machen sollen. Ich habe herausgefunden, dass ein Tagelöhner in der nachbarn Sägemühle aushilft, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Ich sollte ihn aufsuchen. Vielleicht kann er mir bei der Befragung der Kumanen behilflich sein. Ja, kennst dich aus, geh. So, der muss hier irgendwo sein. Das ist er. Ja, was machst denn du da? Ich warte jetzt mal ab, bis er hier fertig gesponnen hat. Oh, fertig gesponnen. Sehr schön, dann befrage ich ihn doch gleich mal. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Das ist schön. Hallöchen, mein Freund. Ich habe gehört, du kannst Ungarisch. Sprichst du es fließend? Yep, ich beherrsche es gut genug. Warum fragst du, Bruder? Hey Bruder, yo, was geht denn? Wo hast du Ungarisch gelernt? In Spanien. Wo hast du Ungarisch gelernt? An der Universität zu Wien.
Aber da eifrig studiert, bis mir irgendwann die Börse ausgeblutet ist. Und so kehre ich nun in die Heimat zurück, nach Prag. Die Mutter aller Städte, Bruder. Ich habe Arbeit für dich. Arbeit? Ach, dabei habe ich auf eine Einladung für ein Saufgelage und Kunde von meiner holden Dame gehofft. Tagelöhne unter Druck setzen. Jetzt pass mal auf, du kleiner Holzwichtel. Ich weiß nicht, klappt das? Deine holde Dame lässt dir ausrichten, du sollst deinen Arsch bewegen und mit mir kommen. Ich habe keine Dame mehr. Aber was ist mit dem Saufgelage? Gibt es Wein, wo du hin willst? Dünnbier vielleicht. Aber so wie ich deinesgleichen kenne, genügt dir das voll auf. Wohl gesprochen, Bruder. Also, worum geht es denn? Jemand muss für mich einen Kumanen befragen. Und da du eine flinke Zunge führst und noch dazu Ungarisch sprichst, sollte das für dich kein Problem sein. Ein Mächtiger? Einen Kumanen? Aber was soll's? Der Betreiber der Sägemühle will mich Ende der Woche eh wieder fortschicken. Was bekomme ich denn dafür? Wie viel möchtest du denn? Wie wäre es denn, wenn du das umsonst machst? Ja, wir fragen mal höflich. Wie wäre es, wenn du es aus christlicher Nächstenliebe tätest? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir zwei sind vom selben Schlag. Wie heißt es doch so schön? Pestis in amicitia pecuniae cupiditas. Eine schlimme Gefahr für die Freundschaft ist Geldgier. Freut mich, dass wir uns verstehen. Und wo steckt dein hoffentlich redseliger Kumane? Kennst du zufällig die Budiner Mühle? Natürlich. Ich habe die Knechte dort ein paar Mal beim Würfeln abgehäutet. Passt. Gut, treffen wir uns dort, oder? Oder gut, gehen wir. Wir sagen gut, wir treffen uns dort. Gut, dann treffen wir uns bei der Mühle. Ich hole nur noch ein paar Dinge und komme dann. Sehr schön. Finde ich einen Übersetzer, denn ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Also wir laufen jetzt zwar wieder zurück zur Mühle, aber ich möchte dann doch... Hallo? Ich möchte dann doch mich noch hier ein bisschen umgucken, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe auch gesehen, dass es hier eine Quest gibt. So, Spiel gespeichert. Gratuliere. So, Aufgabe begonnen. Gratuliere. Ach, schau her, ein Staudamm, ey. Hier wohnt zum Beispiel der Kolgate-Biber und der Obi-Biber. So. So, was machen wir jetzt? Wir schauen blöd. Theoretisch können wir hier, ne? Müller Simon könnten wir... Hallöchen. Wir hätten ja... Zeug, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht, sieht er uns? Der dürfte uns hoffentlich nicht sehen. So. Wildschwein, bliblablo. Hey, Kumpel. Nein. Müller? Jetzt gehen die pennen, oder was? Okay, da läuft der. Okay, dann... guck ich mal auf die Karte, ob wir da jetzt einfach hingehen können. Ne, der läuft jetzt hier entlang. Wir müssen aber... Das ist die Mühle, ne? Ja, das ist die Mühle. Wir müssen also wieder hier entlang. Laufen aber jetzt doch tatsächlich mal hier nur ums Eck. Cool, was haben wir hier? Gleich einmal eine Markierung setzen. So, den könnten wir theoretisch dann auch gleich nochmal beklauen, ne? Ich frage mich, wo der jetzt hinläuft.
Der Tagelöhner, grüß dich Gott. Wohnt er hier, oder was? Einfach, weil ich es kann. Nee, ich glaube, hier waren wir schon, ne? Nee, hier waren wir, glaube ich, tatsächlich in der letzten Folge schon. Gut, dann gehen wir... doch mal hier entlang. Aus dem einfachen Grund, ich will die Wolke wegkriegen. Ganz einfacher, unbedeutender Grund. So, ich denke mal, bis wir jetzt hier gleich ankommen, dann ist auch schon wieder Nacht. Es sieht schon eigentlich sehr, sehr cool aus, das Ganze. Ne? Wieso ist hier eigentlich nur Acker? Wieso bauen die hier nichts an, frage ich mich. Sind das Mohnblumen? Natürlich nicht. Hui, was haben wir hier für eine Lage? Das da hinten müsste theoretisch Sassau sein, ne? Kein leichtes. Scheiße. Überall Dreck und Gestank. Zu Hause war es besser. Wer ist da? Fuck. Keiner zum Ausrauben hier. Arschlangweilig. Bäche voll Blut. Und eine, was ist hier los? Flut. Boah, Leute, ey. Alter. Scheiße. Fast wieder nüchtern. Ach, wie cool das hier ist, ne? Boah, hier sind eindeutig zu viele Leute unterwegs, ne? Okay, weißt du was? Wir werden tatsächlich uns jetzt mal die... wieso? Schnauze, Mensch. So, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Das nervt mich jetzt, ne? Ich werde mal ganz, ganz vorsichtig sein. Was für ein Scheißtag! Brauch eine Ordnung. Was ist hier los? Rei, um mich aufzuheitern. Hey, wer ist da? Wo ist der? So, jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Pferdchen. Ins Inventar. Ins Inventar, ins Inventar, ins Inventar. Zack. Zack. Bevor wir jetzt hier wirklich irgendeinen Mist bauen, rüsten wir uns damit aus. Rüsten wir uns damit aus. Wir sind so und so überbelastet, da ist es wurscht. Mit was rüsten wir uns noch aus? Hallo? Ach, die Handschuhe haben wir schon. Ne, die haben wir noch nicht. Anziehen.
Zack. Ellbogen, zack. Zacks, zack. Schild, zack. Silberring haben wir irgendwo geklaut. So, Nahrung. Haben wir hier Apfel. Essen wir mal. Essen wir mal alles, was hier schimmlig irgendwie sein kann. Sattheit, gratuliere. So. Ich wüsste, wie viele hier sind, ne? Hier, 1, 2. Scheiße, bin fast wieder nüchtern. Ich glaube, hier sind mindestens 4 Mann. 3 auf jeden Fall. Brennnessel. Dann mach doch. Scheiße. Boah, war das knapp. Scheiß Wetter, scheiß Zelte, scheiß Lager. Ich hab genug von dieser Scheiße. Fuck. Fuck, es tut mir leid. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Du aber! Ich könnte meine Schuhe fressen. Du weißt, wie das endet. Alter! Alter, warte, Freunde. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Hey! Heilige! Jesus Christus! Uiuiui! Nein! Nein! Ich bin eindeutig zu schlecht damit. Wir haben ja zum Glück gespeichert. Ach komm! Na, da merk ich was mit. Wieso muss ich auch da hinlaufen, ich Vollpfosten? Okay, es waren 4, glaube ich. 2 mindestens normal, nur mit Fäusten bewaffnet. Was?
So, dann. Ja, komm, hätte ich gesagt, was ist hier eigentlich alles? Wir könnten ja theoretisch, was habe ich hier? Ich guck mal, was ich hier unter Sonstiges habe. Habe ich hier? Nee, weißt du was? Jetzt klauen wir den sein Zeug. Schnell, und dann verkaufen wir es noch wieder. Ganz einfache Geschichte. So. Hey, mein Müllers Freund. Grüße dich. Müller Simon. Was rede ich denn mit einem Bettler wie dir? Naja, folgendes zum Beispiel. Achso, ja, ich bin Heinrich, ich bin auf der Suche nach Arbeit. Ich frage mal, ob man jetzt mal. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Hat er mich Bursche genannt? Ich glaube, ich spinne. Gut, dann. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha, mal sehen, was wir da machen können. Schau mal, ob ich uns sein eigenes Klump verkaufen kann. Die Regel des heiligen Nikolaus Dietrich hat er. Jo. Auf jeden Fall in den Warenkorb. 20 Stück hat er. Nice, so. Dann verkaufen wir das da. Das da. Verkaufen wir noch? Kommt das da. Das da. Die ganzen Blumen, die lassen wir mal tatsächlich. Kuhleder zum Bleistift. Den Knüppel, goldener Kelch, alles weg damit. Jagdschwert, ne? Hundeleder, Hirschleder, zack, 2 Stück. Fackel. Wie viel Fackel haben wir? Die Fackel verkaufen wir. Brot, das behalten wir mal alles. Mehr haben wir tatsächlich nicht bei ihm zu verkaufen. Ein Sachs haben wir hier, Jagdschwert. Rüstung, nee, dann. Prüfen wir gepflegt den Warenkorb. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Ich habe dir sein eigenes Zeug geklaut. So, ich möchte natürlich wenig zahlen. Deswegen 160, mein Freund. Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Hm. 170, komm. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. 20 Dietriche für 170. Geschenkt. Geschenkt, Freunde. Geschenkt. So. Aber wir haben hier noch Ware, ne? Beziehungsweise Quest. Die können wir ja theoretisch. So, sind wir jetzt bei 84. Gratuliere. Passt. Wir können jetzt eigentlich nochmal hier nach der Quest fragen, ne? Hallo, mein Freund. Ach, jetzt geht er ins Bett, ne? Ah, jetzt geht er ins Bett, Freunde.
Gut, gehen wir weiter. Hat sich's doch halbwegs wenigstens gelohnt. Ich weiß nicht, wir kamen ja von der anderen, also da, wo wir jetzt hingegangen sind, ne, kamen wir her. Deswegen gucken wir nochmal auf die Karte. Nee, von hier kamen wir theoretisch her, ne? Weißt du was, machen wir hier. Ach schön, Freunde, machen wir doch hier mal einen Schnappern über. Ich sehe schon da hinten wieder das Lager. Ich müsste die tatsächlich mal angreifen. So in der Nacht, beziehungsweise wenn sie schlafen oder irgendwas, den hier in ihr Essen halt und dass sie Scheiße reinkriegen oder was. Was ist denn das für einer? Der hat auch schon mal bessere Lumpen gehabt, ne? Wir schauen trotzdem mal, ob er was dabei hat. Na, immerhin. So, ich denke, der wird auch zum Ding gehen. Zur Mühle. Nee, komm, lass mir jetzt tatsächlich außen vor. Ist mir jetzt dann hier doch zu riskant. Wir haben schon eine halbe Stunde gleich wieder voll. Dann hätte ich gesagt, machen wir dann hier eine Pause. Wenn wir an dieser Hütte angekommen sind. Und machen dann morgen einfach hier weiter. Da haben wir es, die Hütte. Alter, was ist das für ein Schloss? Ach Gott. Ist das vielleicht hier ein interessanter Ort oder so? Nein, sieht nicht danach aus. Gut, dann... hätte ich gesagt, querfeldein zum Kollegen. Mal schauen, was uns dann da erwartet. Ich glaube, hier waren wir jetzt noch nicht, ne? Kann das sein? Ich bräuchte Rehe, ne? Was ist das für ein Fels, Junge? So, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier eine kleine Folgenpause tatsächlich. Denn bis der kommt, das ist immer so verdächtig hier. Der läuft da hinten noch. Ja, er läuft langsam, aber er läuft. Deswegen. Kriege ich es mit Angst zu tun. Da hauen wir doch mal gleich die Fackel raus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis morgen in aller Frische. Bei Kingdom Come Deliverance. Macht's gut. Ciao. Servus.